Ein ganz regelmäßiger Gast in der Typo 3-Szene auf verschiedenen Camps ist der Peter Proll. Der ist aber nicht mehr Typo 3-Entwickler. Das war er mal, aber du nennst dich heute anders? Ja, ich mache Organisationsentwicklung und ich berate auch Kunden dabei, ihre richtige Agentur zu finden, Ausschreibungen zu platzieren und diverse Sachen in dieser Richtung. Ja. Aber vor allen Dingen Organisationsentwicklung. Das heißt, ich helfe meinen Kunden dabei, mit der Komplexität des heutigen Marktes zurechtzukommen. Dass der Markt geprägt ist von Überraschungen, auf die man reagieren muss. Und was man immer mehr feststellt, sind die Herausforderungen, die in Unternehmen entstehen, dass die sich intern schon gar nicht mehr richtig organisieren können, in der Struktur, wie sie im Moment unterwegs sind. Ein Kunde von mir, der hat mal gesagt, cool, wir haben hier 60 Leute und wir haben immer unsere Projekte und zu jedem Projekt brauchen wir wieder andere Know-how, andere Leute, mehr Leute, mal weniger Leute und dann in den Projekten wirklich die Ressourcen, blödes Wort für Menschen, Ressourcen, die Menschen entsprechend zuzuordnen und zu gucken, dass eine Auslastung da ist, auch entsprechend wirtschaftlich. Das ähnelt so ein bisschen am Tetris-Spiel und das geht heute gar nicht mehr in dem Sinne, dass man das planen könnte. Planung ist etwas, das kann man nur machen, wenn es keine Überraschungen gibt. Und wir sind eben hoch belastet mit Überraschungen. Und damit zurechtzukommen, das ist das, was ich, wo ich meine Kunden unterstütze. Nenn mal so ein paar Beispiele für Überraschungen. Ganz typische Sachen, die Kunden völlig überrascht haben, weil sie das überhaupt nicht auf dem Schirm hatten. Naja, also es geht nicht so sehr darum, dass sie es überrascht haben, weil sie es nicht auf dem Schirm hatten, sondern es geht einfach um die falschen Art und Weisen, wie man die Problemstellung angeht. Zum Beispiel eben, wie eben beschrieben, wie kriege ich das hin, dass ich meine Mitarbeiter einteile und meine Mitarbeiterinnen, um geschlechtsneutral zu bleiben, dass auch eine entsprechende wirtschaftliche Auslastung da ist. Da wird eben hergegangen und mit alten Mitteln rangegangen und dann wird gesagt, gut, das müssen wir vernünftig planen. Und große Überraschung, die es eigentlich nicht ist, ein Plan, der ist so gut, hat man irgendwo ein Kriegsherr gesagt, bis man ins Gefecht kommt und dann ist er hinfällig. Um das in nicht direkt so großen Schritten vorzubereiten, ist für dich ja auch Agilität ein Thema. Wie klappt das mit der Umsetzung? Ist das ein Standard, den jeder versteht oder bist du da doch oft noch vor verschlossenen Türen unterwegs? Naja, Agilität ist sowas, das wird sehr, sehr gehypt. Nicht falsch verstehen. Ich finde das ziemlich gut, was da passiert. Es ist aber, ja, so zweischneidig. Also einerseits ist es so, dass, neulich hat mir ein Kollege gesagt, man muss sich das mal klar machen. Man denkt, Agilität ist der totale Hype und die ganze Welt ist schon agil und dabei ist es gerade mal so gefühlte oder gemessene 2% in unserer Wirtschaft, die überhaupt einigermaßen was mit diesem Wort anfangen können. Das ist Nummer eins. Nummer zwei, Agilität. Wenn man sich das anschaut, das agile Manifest anschaut, wenn man sich Konzepte anschaut wie Scrum, dann sieht man, das baut sehr auf Selbstorganisation auf. Selbstorganisation ist etwas, was komplett falsch verstanden wird, nicht richtig verstanden wird, steht nämlich im krassen Gegensatz zu Management oder auch nur zu Führung, zu Positionsmacht. Was versucht wird, ist das, was vernünftig ist in der Agilität, nämlich, dass wir nicht mehr planen, dass wir vorbereiten. Das hat nichts mehr damit zu tun, dass wir nicht arbeiten oder dass wir nicht irgendwo Konsequenz und Ernsthaftigkeit dabei haben, aber dass wir eben nicht planen. Das wird übersetzt in Selbstorganisation in der Agilität und jetzt wird versucht, das in klassische Unternehmen zu implementieren, die aber getrieben sind durch Management und durch Führungskultur, durch zentrale Strukturen. Und das klappt nicht, das kann gar nicht klappen. Das ist ein Clash of Cultures. Und an der Stelle, wenn man so in der agilen Community schaut und fragt, wo habt ihr eure Probleme, was drängt euch? Das ist das, was 95% der Probleme ausmacht, die es gibt, wenn man Scrum leben
möchte. Und das ist da, wo ich den Schwerpunkt gesehen habe, also ich komme aus dem Agilen heraus eigentlich und gesehen habe, das reicht nicht. Es geht nicht weit genug, einfach agil zu denken, sondern man muss entsprechend die Unternehmensstrukturen auch anpassen. Manche nennen das Business Agility. Ich sage dazu, not invented here, weil versucht wird, dann agile Prinzipien auf eine Organisationsebene zu übertragen. Und in dem Bereich gibt es Lösungen und da gibt es Vordenker. Da braucht man jetzt nicht anzufangen wieder von Adam und Eva, sondern es gibt sehr erfolgreiche, sehr klare Frameworks für Organisationen. Und das ist der Bereich, wo ich tätig bin. Und dann entsteht agiles Arbeiten und Agilität fast von selbst, zumindest als klare Konsequenz. In der praktischen Umsetzung, wenn es dann irgendwann nach all diesen Prozessen an auch die Umsetzung von Webseiten geht, ist Typo 3 dann wieder ein System, was auch an diese Professionalität, in dieser Professionalität mitgewachsen ist? Oder vermisst du da solche Prozesse? Ja, wenn ich das jetzt mal mit Typo 3 zusammenführe, dann würde ich folgenden Punkt sagen. Typo 3 ist ein hochprofessionelles System. Wir sind auf einem unglaublich hohen Niveau, technischem Niveau unterwegs, was, wenn man sich sonst so umschaut, nahezu seinesgleichen sucht. Das ist der Hammer, auf welchem Niveau Typo 3 Entwicklung stattfindet und auf welchem Niveau dieses System ist. Das bestätigen dir sogar die großen Gardner und ähnliche, wenn sie ihre Magic Quadrants aufstellen. Was wir technisch in der Community haben und auch im Ökosystem haben, die ganzen Dienstleister sind technisch unglaublich fit. Da ist von der vom Projektmanagement Richtung Agil oder von der Organisationsstruktur Richtung dezentrale Strukturen im Unternehmen noch sehr viel Nachholarbeit. Da in den beiden Bereichen sind wir noch so ein bisschen bei PI-Base, bei Spaghetti-Code. Da ist Potenzial und da gilt es noch aufzuholen. Okay. Dein persönliches Empfinden, vermisst du manchmal die Codiererei? Würdest du gerne mal wieder selber Typo 3 Projekte machen oder bist du ganz zufrieden in deiner jetzigen Position? Naja, ich kann im Moment in der Position mehr bewirken, ich persönlich. Und ein bisschen Coden, ein bisschen Integration, ein bisschen Typo 3 basteln in Anführungszeichen, das kann ich mit meiner eigenen Homepage. Und für die anderen Geschichten, da muss ich wirklich sagen, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Da gibt es die entsprechenden Könner und Helden in der Typo 3 Community, da komme ich schon längst nicht mehr mit. Insofern perfekt, jeder tue das, was er sehr, sehr gut kann. Und damit lasse ich lieber das Coden. Und jetzt gibt es wahrscheinlich einen großen Lacher bei manchen Programmierern in der Community, wenn die das sehen. Na, ich kann verstehen, dass man irgendwann keine Lust mehr auf diese durchprogrammierten Nächte hat. Und du hast da eben anderes Know-how auch zu bieten. Okay, schauen wir, wer lacht. Ich danke erstmal Peter Pröll hier zu Besuch auf dem Typo 3 Camp in Essen. Danke, schönen Tag, tschüss.